Geh endlich ran. Hallo? Hallo, ja? Sagen Sie mal, ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Bin ich jetzt mit dem Sozialamt verbunden? Ja, ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte einige Sozialhilfeleistungen stoppen lassen. Erich! Hast du die Hausschlüssel, Schatz? Du hast doch gestern abgesperrt. Vielleicht sind sie in meinem Däschler. Ja, schauen wir mal nach, Linda, ne? Sind Sie noch dran? Ja, Sie, wenn Sie mich mit dem Sozialamt verbinden, können Sie mich dann durchstellen zur Familienfürsorge? Ich hab Sie. Wir können gehen. Geh doch schon mal vor, ich hab noch was zu erledigen da. Du wirst noch den Zug verpassen. Nein, ich schaff das schon. Aber ich möchte doch nicht, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Und was ist mit dir? Ich kann ja Norman fragen, ob er mich mitnimmt. Du kannst doch nicht jedes Mal unseren Untermieter in Anspruch nehmen. Außerdem ist der Norman schon längst in seinem Schuhgeschäft. Ja, dann jogge ich halt zum Bahnhof. Das Training wird mir gut tun. Ja, das stimmt. Sag mal, Erich, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles wunderbar. Das ist total schön. Alles super. Alles toll. Ja, gut, dann sehen wir uns am Bahnhof. Ja. Ade. Tschüss, Linda. Und verlauf dich nicht. Ne? Bist ja eine Frau. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja, mein Name ist Erich Schwan. Ich rufe an, ich habe einen Untermieter wegen Norman Bayerle. Ja, Norman wie der Eroberer und Bayerle wie Bayern, nur mit Eierle hinten dran. Genau. Sieh, der Herr Bayerle hat auch von Ihnen Wiedereingliederungshilfe und Arbeitslosengeld gekriegt. Mhm. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Sie nächsten Monat keinen Scheck mehr schicken müssen. Na, übernächsten Monat auch nicht. Nein, gar nicht mehr. Nein, der Stelle hat er nicht gefunden. Nein, Herr Bayerle ist heute Morgen gestorben. Was steht ihm zu? Bestattungskostenbeihilfe? Muss ich da irgendwelche Formulare ausfüllen? Guten Morgen. Ich bin dein Vermieter, nicht dein Apotheker. Und warum bist denn du noch nicht in deinem Schuhgeschäft? Das ist schon auch 8. Ja, das weiß ich schon, aber ich hab doch in 3 Tagen meinen großen Tag Hochzeit. Ich will heiraten und da hab ich mir gedacht, ich geh gar nicht mehr ins Geschäft, nur ein paar Tabletten, bleib im Bett, damit mir nichts passiert. Ne? Ich kann doch mal Alex nicht im Stich lassen, ne? Und eben, wer denn dich sonst nehmen? Wollte Linda fragen, ein paar Tabletten für mich schaffen. Halt in der Küche noch und schleich dich nicht immer von hinten ran. Falls du ein Telefon suchst, ist es zwischen die Gaggerle. Ja? Ja. Ach, das eben, das war Frau Bayerle. Ja, die ist völlig fertig. Völlig neben der Spur, ja. Ja, und die Kinder, ach Gott, die Kinder, ja. Schlimm, die weinen den ganzen Tag. Ja, das hört man runter bis zu uns. Ja, das ist falsch. Ja, das ist Todesursache. Herzversagen. Ja, infolge der Nürnberger Krankheit. Ja, zu viel Schäuferler gegessen. Ja, die Ärzte warnen doch einmal davor. Wenn Sie in die Unterlagen nachschauen, werden Sie feststellen, dass er schon länger ein Problem damit gehabt hat. Ja, ich richte Frau Bayerle Ihr aufrichtiges Mitgefühl aus. Mitgefühl für Frau Bayerle? Ich kümmere mich drum, bis zum Wochenende haben Sie alle Formulare. Ja, danke, ade. Ja, so wie, ich hab keine Zeit, ich war zum Bahnhof. Geht nicht auf, dass ich eine Kindersicherung drücken und drehen. Wie soll denn jetzt eine alte Frau aufkriegen? So. Depp. Sollst nicht Depp zu mir sagen. Ich bin seit 2 Jahren euer loyaler Untermieter. Ich war immer für euch da. Wir sind gute Freunde. Ich war nicht umsonst, seid ihr meine Trauzeugen am Samstag, du und Linda, ne? Wenn ihr Schulden braucht habt zum Ausweinen, immer waren ihr da. Norman, kannst du schon wieder deine Miete nicht zahlen? Ich bin ein armer Schlucker. Und ich muss das Geld ein wenig zusammenhalten. Ich muss doch die Flitterwochen zahlen. Ich will doch meiner Frau was bieten. Flitterwochen, 14 Tage Göschweinstein. Ja. Da kann die nur mich anschauen. Ja, das muss wirklich Liebe sein. Ja. Wenn du mein Alex willst kennenlernen, ich sag's dir. Was ist der Wunder, dass du überhaupt noch nicht abgekriegt hast. Jeder verliebt sich in dich. Ich hab mich auch sofort verliebt in dich. Und es ist... ich mach auf. Schlafanzug. Grüß Gott.
Grüß Gott, sind Sie Herr Robert Dormann, ja? Ich? Ja. Nein. Mein Name ist Könner, ich bin im Außendienst vom Sozialamt und will mit Herrn Robert Dormann sprechen. Das muss ein Missverständnis sein. Das ist doch der Veilchenweg 43, oder? Ja, schon. Na, dann kann es kein Missverständnis sein. Warten Sie einen Moment, ich hole jemanden, mit dem Sie reden können. Ja, Moment. Ja, nicht, ja. Erich, da ist ein Mann für dich an der Tür. Oh Mann, ich muss zum Bahnhof. Vom Sozialamt. Was? Ja, für Robert Dormann. Wie bitte? Ja, Außendienstmitarbeiter vom Sozialamt für Robert Dormann. Ich hab schon gesagt, das muss ein Missverständnis sein. Was genau hast du dem gesagt? Dass jemand kommt, mit dem er reden kann. Sehr gut, ich schau, dass ihn los war. Du, das muss der Robert Dormann sein, der vor mir Untermieter war bei dir. Nein, den meint er nicht. Natürlich, der vor mir in der Mannschaft gewohnt hat. Nein, den meint er nicht. Das ist doch dieser Robert Dormann, der vor 2 Jahren nach Kanada ausgewandert ist, für den immer noch Post hier ankommt. Ja, das weiß ich schon. Ja, ja, ich sag's nicht. Nein, du kannst es ihm nicht sagen. Wieso? Weil ich Robert Dormann bin. Du bist Robert Dormann? Zumindest gebe ich vor, Robert Dormann zu sein. Das verstehe ich nicht. Ach, schau mal nochmal, ich hab da eine Leiche im Schrank. Der Dormann ist im Schrank? Nein, das war doch bloß symbolisch gemeint. Seitdem der seit 2 Jahren ausgewandert ist nach Kanada, habe ich doch den seine Arbeitslosenhilfe kassiert. Um sie ihm nachzuschicken? Nicht ganz. Um sie zurückzuschicken? Nicht ganz. Oh, du hast es geschenkt. Ja, um Himmels willen, wenn einer draufkommt. Das geht dich nichts an, das ist eine lange Geschichte. Halt dich da raus und geh am besten dann gleich raus in die Küche und lausch nicht wieder. Gibt's wohl noch was, von dem ich nichts wissen soll? Nein. Mir schwant fürchterliches. Komm hin. Glückstock. Glückstock. Bitte komm was rein. Hat ein wenig dauert, aber ich bin nicht mehr der Schnellste. Dankeschön. Herr Robert Dormann, ja? Was? Wer? Ja, Dormann. Und Sie sind der Herr? Könner, Sozialamt, Abteilung Außenprüfung. Ah, Außenprüfung, Sozialamt. Na ja, dann nehmen wir's doch bitte Platz. Danke, ich hock ja schon. Herr Dormann, ich will Ihnen gar nicht lang die Zeit stehlen, bloß ein paar Punkte und ich bin schon wieder weg. Ja, dann schießen Sie mal los. Nach unseren Unterlagen haben Sie ja zunächst einmal eine Arbeitslosenhilfe erhalten, ne? Hab ich, ja. Ja. Und dann vor 6 Monaten wurden Sie krank und seitdem liegen Sie mit der Gicht im Bett. Ja, die medizinischen Gutachten habe ich alle oben. Heulen Sie, ich habe alle Kopien in meiner Tasche. Alle? Herr Dormann, ich habe hier sämtliche Kopien aller medizinischen Gutachten und alle Unterstützungsanträge von allen Bewohnern in dem Haus. Doch. Ja, sehr umfangreiche Akte, die Sie haben. Die umfangreichste im ganzen Bezirk. Herr Dormann, ich habe hier die ganze Palette. Altersrente. Familienbeihilfe, Kindergeld, Zuschuss für alleinerziehende Eltern, Zahnersatz, Wohnungsgeld und Invalidenrente, Witwenrente, Mutterschaftsgeld, Reha-Maßnahmen, Frührenten, mehrere Unfallrenten, Schlechtwettergeld, immer wieder Krankengeld und sogar Schulmilch. Ganz schön üppig. Ja, wird es nicht für alles eine medizinische Bescheinigung geben? Da wird man meinen, da wäre was voll in dem Haus. Da hätte man meinen. Ja, aber wie schon gesagt, ich hätte gern, dass Sie ein paar Formulare unterschreiben. Ja, wenn Sie das wollen. Ja, bloß eine Bestätigung, dass Sie die letzten 6 Monate Krankengeld erhalten haben. Ne? Habe ich, ja. Und dass es keine Anzeichen einer Besserung gibt. Nein, überhaupt nicht in Sicht. Ja, sehen Sie, dass Sie jetzt im Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen, ne? Haben Sie jetzt Anspruch aufs Erwerbsunfähigkeitsrenten? Habe ich? Ja. Herr Dormann, das stellt Ihr Einkommen auf eine völlig neue Basis. Schauen Sie mal her, Sie halten summa summarum 860,93 € mehr, wenn Sie Renten sind. Nicht schlecht. Bräuchte ich bloß Ihre Unterschrift. Ja, gern. Ach so, da wo die Kreuzle sind, bitte. Ja. Geht's? Ja, es muss ja, es muss ja. Ach, Gott. So, das war's dann, ne? Ja, fast. Ich bräuchte bloß nur die Unterschrift von Herrn Schwan. Von wem? Na, Herr Schwan, Ihr Vermieter. Was ist mit dem? Ja, das ist jetzt aber schlecht, weil der Herr Schwan, der ist nicht da. Wieso? Der Herbert wohl, oder was? Ja, Herbert. Genau, der ist auf der Herbert.
Machen wir es doch so, ich kümmere mich drum und schicke Ihnen alle Unterlagen mit der Post. Na, das geht nicht. Ich mache da seine Unterschrift ebenfalls beglaubigen. Ja, dann kommen wir halt wieder, wenn er da ist. Hans, wenn ich hock, dann hock ich. Ja, aber manchmal geht er nach der Arbeit noch was trinken, dann wird's noch später. Ich sollte Ihnen ja vielleicht sagen, dass ich ja strikte Anweisung von meiner Vorgesetzten, der Fräulein Meier-Rodenstock, habe. Fräulein Meier-Rodenstock. Oh ja, Fräulein Meier-Rodenstock hat mir nämlich ausdrücklich aufgetragen, das Haus nicht eher zu verlassen, bis hier alles erledigt ist. Hans, und mit der hat sie noch keiner angelegt. Ja, wenn das so ist, dann schaue ich halt, ob ich einen find. Ach, den Herrn Schwan find. Dass er sie findet, dass sie zusammenfinden wegen der Unterschrift. Das wäre gut, ja. Wenn sie vielleicht so lange im Esszimmer warten täten. Naja, Esszimmer klingt gar nicht schlecht. Aber kein Kühlschrank drin. Ach, das macht nichts. Oh Gott. Herr Dormann, verzeihen Sie, wenn ich so direkt bin, aber ich hätte nichts gegen eine Tasse Cava oder Over Maltine oder so, wenn es geht. Ich mache Ihnen halt einen Tee. Naja, Tee nehme ich, ja. Danke. Norman! Norman! Du bist ja wahnsinnig und unsinnig. Du liebe Güte, Mensch, jetzt ging mir noch mal nach. Wie kannst du diese ganzen Anträge und Formulare unterschrieben? Hättest dich halt mit dem Scheck für den Tormann begnügt? Mir seid jetzt aus dem Ruder gelaufen. Ja, das glaube ich ja. Ja. Ich hab doch gar nichts verlangt. Die haben doch dauernd der Geld geschickt. Wie? Ach, Norman, das ist eine lange Geschichte. Du warst doch damals vor 2 Jahren bei unserer Weihnachtsfeier Stadtwerke. Haben Sie eine Überraschung für uns gehabt? 30% haben Sie entlassen. Und ich war dabei. Ach, und ich hätte doch das der Linda, hätte ich das nie erzählen können. Und da kommt wie aus heiterem Himmel der Scheck für den Herrn Dormann. Krieg ich mir super, wenn ja Überbrückungsgeld. Anfang des Jahres hast du schon einen Job, aber nichts war's mit dem Job. Dafür hat das Sozialamt verschiedenste Formulare der unterschiedlichsten Abteilungen geschickt. Abteilungen? Ja, die eine Abteilung hat zum Beispiel gefragt, ob noch jemand im Haus ist. Da habe ich gesagt, ja. Schwuppdiwupp, haben sie Geld geschickt. Die nächste Abteilung hat gefragt, ob die alle gesund sind. Hab ich gesagt, nein. Schwuppdiwupp, war wieder Geld da. So einfach kann doch nicht gewesen sein. Das war's ja auch nicht. Die andere Abteilung hat gefragt, ob noch Pensionäre im Haus wohnen. Jetzt reicht's aber. Bis ich mich umdreht habe, habe ich eine Art Schneeballeffekt ausgelöst. Du hast ein schweres Verbrechen begangen. Oh nein. Du kommst ins Gefängnis. Ich nicht. Was ist denn da rübergekommen? 45.000 pro Jahr steuerfrei. 45.000! Ja, wir sind doch alle blöd, oder? Du kommst in den Knast. Ich doch nicht. Wie willst du dem Körner das erklären, dass du nicht hingebein Tormann bist, sondern dass du eigentlich der Vermieter bist, der Herr Schwan? Sei halt nicht so pessimistisch. Die Lösung ist doch ganz einfach. Jemand muss so tun, als wäre er ich. Wie? Als wäre er ich. Als wäre er du. Und geht nein zum Körner und erschreibt Käse gegessen. Ja, wer soll denn so eine Vollklatsche haben und so tun, als wäre er ich? Ja, niemals soll er die Linda unterschreiben. Linda? Die ist genauso vermieter wie du. Nein. Linda kann nicht unterschreiben. Und die hat genauso das Geld ausgeben. Die weiß gar nichts. Nein, ich hab's dir übers Herz gebracht, ihr das zu sagen. Ja, gibt's sonst ein Mitwisser? Ja, bloß Onkel Georg. Onkel Georg? Der nette ältere Herr, der Pfleger ist im Krankenhaus. Genau der. Wie bist du ja draufgekommen? Der ist nicht draufgekommen. Das ist mein Partner. Dein Partner. Der Partner. Als ich der Abteilung Alte und Behinderte mitgeteilt hab, dass nicht alle ganz gesund sind, wollten die doch Rezepte und Atteste sehen. Ich wär doch in die Bredouille gekommen, hätte ich dir eh nichts vorgelegt. Ja, und so hab ich halt Onkel Georg gebeten, dass er mir aus dem Krankenhaus ein paar Formulare besorgt. Ich geh jetzt rein und sag dem alles. Nein, das kannst du nicht machen. Dann gib mir vernünftigen Grund, das nicht zu tun. Weil du gar nicht da bist. Ich bin doch da. Nein, du bist bis auf einer Beerdigung. Auf wessen Beerdigung? Auf deiner Beerdigung. Ja, Norman Beile ist heute Morgen gestorben. Ich hab schon immer gewusst, das spürt man gar nicht. Mann, du bist auch eine meiner Leichen aus dem Schrank. Wie? Ja, ich hab deinen Namen benutzt. Meinen Namen? Was hast du mit meinem Namen gemacht?
Das Sozialamt glaubt, dass du seit 2 Jahren oben in der Mansarde wohnst. Ich wohne ja auch seit 2 Jahren oben in der Mansarde. Ja, aber als arbeitsloser Holzfäller. Holzfäller? Mit Frau und Kind. Frau und Kinder? Mhm. Auf 27 Quadratmeter. Ja, es ist eng, aber gemütlich. Ja, und wieso Holzfäller? Du musst doch arbeitslos sein. Ja, und? Na, bei dem sauren Regen gibt's doch nichts mehr zum Abholzen. Aber dann habe ich deswegen sauren Regen getrunken und dann bin ich gestorben, oder was? Schau, die Sache ist mir über den Kopf gewachsen. Ich wollte aufhören damit. Und da bin ich auf die brillante Idee gekommen, alle meine Figuren nacheinander sterben zu lassen. Und mit Norman Bayerle habe ich heute angefangen. Das ist ja mal eine glorreiche Idee, du. Ich befürchte nicht, es gibt's verschweinlich. Witwenrente, Bestattungskostenzuschuss, Sargnagelersatz und. Gottes Willen. Ich habe ja versuchsweise, habe ich ja deinen Bruder nach Australien auswandern lassen. Was habe ich gekriegt? Umzugskostenerstattung. Dein Vater habe ich in den Nass gesteckt. Was hat's gegeben? Überbrückungsgeld. Deine Schwester habe ich sogar zur Missionarin gemacht. Das war wie ein Sechser im Lotto. Die scheißen mich zu mit Geld. Na, da haut der Merkel die Knöpfe aus dem Kitterlado. Das ist doch nicht. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Herr Körner leitet eine Untersuchung bei der Polizei ein. Da wird dein Name genauso auftauchen. Und er wird niemand mehr glauben, dass wir beiden keine Komplizen wären. Was, Komplize? Und von der Polizei einmal ganz abgesehen, ne? Denk einmal an deine Verlobte. Was ist mit der Alex? Das ist ja völlig fertig. Da muss die Hochzeit verschoben werden. Schon? Oder abgesagt werden? Abgesagt? Weißt du, was du bist? Ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt ein Glückspilz. Mein Gott, du gehst rein zum Körner, rettst ein wenig mit ihm, unterschreibst, der watschelt in die Morgensonne und wir sind gerettet. Ja, du bist ja wahnsinnig. Du musst mir helfen, sonst kann ich vielleicht bis zum Abendessen schon tot sein. Vielleicht langt's gar nicht mehr bis zum Abendessen, weil ich mit dir kurz das Essen machen will. Morgen zusammen. Morgen, Onkel Georg. Morgen, Ewig, mein Junge. Ich bin von rückwärts reingekommen. Ich hoffe, das macht dir nichts. Hm? Morgen nochmal. Auch du, mein Sohn Brutus. Er ist ein bisschen durcheinander, er hat ein Problem. Was hab ich? Wohl Bammel vor der Hochzeit, was? Ach, nee, ein Familienangehöriger ist gestorben. Und wenn's so weitergeht, wird gleich noch ein Familienangehöriger sterben. Ach du Schreck, mein Beileid, alter Junge. Du, Onkel Georg, wir haben Besuch. Besuch? Vom Sozialamt, Außenprüfung, der hockt im Esszimmer rum. Ach du dickes Ei, du, ich kann leider nicht lange bleiben. Ich bin nur schnell rübergesprungen, weil ich dir sagen wollte, dass sich jemand für unser Sortiment Perücken interessiert. Na, sehr gut. Ja, aber kein Aas will unsere Bruchbänder haben. Mhm. Falls du Perücken brauchst, ich hab noch einige im Schrank drin. Okay. Perücken, Bruchbänder? Das ist der andere Zweig von unserem Chef. Andere Zweig? Hehe, keine Geschäftsgeheimnisse verraten. Das ist in Ordnung, Norman hängt ab sofort mit drin. Norman hängt nirgendwo mit drin. Es wäre doch aufgefallen, wenn wir die Rezepte nicht eingelöst hätten. Und Onkel Georg geht jetzt von Flohmarkt zu Flohmarkt und verkauft das Zeug. Wir haben alles Mögliche. Wir haben Stillbüstenhalter, wir haben Corsagen, Schlüpfer mit Komfortzwickel, ja. Stützstrümpf, Bruchbänder. Freie Marktwirtschaft sozusagen. Ja. Also, du gehst jetzt besser, Onkel Georg, ja. Und du gehst rein zum Körner und unterschreibst, ich mache mal den D. Norman, wir sehen uns am Samstag in der Kirche. Ja, ich helfe dir beim Zucker. Oh. Einen gesegneten guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie erlauben? Ja, bitte. Ich komme wegen des armen Herrn Bayerle. Wegen des armen Herrn Bayerle? Ja. Ein Herr Schwan hat heute Morgen beim Sozialamt angerufen und mitgeteilt, dass Herr Bayerle verschieden ist. Verschieden? Meinen Sie mal so, mal so? Dahingeschieden. Ach so. Offensichtlich hat Herr Schwan durchblicken lassen, dass die Familie sehr verzweifelt ist. Ach was. Oh doch. Und das Sozialamt hat sofort bei der Gemeinde angerufen. Die dachte, man sollte jemanden schicken, der ihnen hilft. Herr Bayerle ist in der Küche und kocht Tee. Ach, Sie meinen bestimmt seinen Sohn. Welchen Sohn? Na, der Sohn vom armen Herrn Bayerle natürlich. Sagen Sie, ist er sehr verzweifelt? Ja, ein bisschen schon. In der Familie ist wohl jemand verstorben. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich doch hier. Herr Bayerles Vater ist gestorben. Ich wusste ja gar nicht, dass es sein Vater war. Oh, ja.
Du wartest hier, ich hol den aus dem Esszimmer. Das ist Herr Bayerle. Wir sehen uns am Samstag. In der Kirche hier. Genau. Einen gesegneten guten Morgen, Herr Bayerle. Mein Name ist Goldschmidt. Jürgen Goldschmidt. Aber Sie dürfen gerne Jürgen zu mir sagen. Ich bin der Vikar der Gemeinde. Setzen Sie sich doch. Sie müssen sehr traurig sein. Ich bin gekommen, um Ihnen mein aufrichtiges Mitgefühl mitzuteilen. Mitgefühl? Ja, ich bin wegen des Anrufs von heute Morgen hier. Anruf? Ach, das Mitgefühl für Frau Bayerle. Sie haben mit Herrn Schwan gesprochen, Herrn Erich Schwan. Wenn Sie bitte mitkommen würden, dann kann ich Ihnen den Herrn Schwan vorstellen. Das ist nicht möglich. Wir haben uns ja schon der Tür kennengelernt, ne? Ja, hallo. Das weiß ich, aber ich wollte doch, dass jemand Schwan grüß Gott sagen. Ja? Ja, das wollten wir ja alle recht gern, den Herrn Schwan grüß Gott sagen, aber das geht nicht. Das geht nicht? Sie haben mir doch gesagt, Herr Schwan wäre heute ein wenig früher vor seinem späten Frühstück gekommen, oder? Ja, das hab ich. Ja, aber er kam heute sehr, 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 sehr früh zu seinem späten Frühstück und ist dann gleich wieder hinausgeflattert. So schnell? Ja, da kam er reingeflattert, hat sein Müsli gepickt, pick, 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 ist dann wieder hinausgeflattert. Herr Dormann, Sie hätten Herrn Schwan in ernster Situation schon klar machen müssen. Denken Sie an Fräulein Meyer-Rodenstock. Ja, das hab ich wohl versäumt. Herr Bayerle, kann ich denn noch irgendetwas für Sie tun? Bayerle? Bayerle? Nein, ist gut, Jürgen, vielen Dank. Jürgen? Achso, das ist der Vikar der Gemeinde. Jürgen, das ist der Herr Thormann und das ist der Herr Körner vom Sozialamt. Bayerle, jetzt klingelt's. Klingelt? Na, Fralli, Sie sind doch einer von Herrn Schwans Untermietern, oder? Ja. Fralli, Bayerle, sechsköpfige Familie, ne? Sechs? Drei Kinder, die Großmutter und das Ehepaar Bayerle selbst, ne? Auf 27 Quadratmeter. Ja, die Bayerles. Wir haben alle Arten von Bayerles da oben. Verzeihen Sie, aber das finde ich jetzt schon etwas pietätlos. Pietätlos? Es ist in Ordnung. Nein, ist es nicht. Nein, Herr Bayerle, Sie sollten nicht so mit sich reden lassen. Nicht heute. Hä? Wieso? Es ist alles okay. Dieser Mann braucht Liebe, Zuwendung und Sympathie. Hä? Was ist denn passiert? Herr Bayerles Vater ist heute Morgen heimgegangen. Oh. Bitte, was ist passiert? Herr Bayerles Vater ist heute Morgen heimgegangen. Vielen Dank, Jürgen. Sie haben uns sehr geholfen, wirklich. Vielen Dank. Was ist da los? Normal. Normalerweise hättest du doch schon heute Morgen gesagt, aber hab's vergessen. Was denn vergessen? Vergessen, dass mein Vater, Norman Bayerle, mein Vater, heute Morgen heimgegangen ist. Sie sagen also, Ihr Vater ist heute Morgen gestorben. Ja. Dann wären Sie Norman Bayerles Sohn. Ja. Na, dann sind Sie ja traurig. Na, Ihr Name? Bayerle. Junior, der Zweite. Ihr Vorname? Thomas. Ja, was jetzt? Nur alle beide? Hä? John Thomas, das kapier ich nicht. Also nach meinen Unterlagen hast du ältesten Sohn William Richard. Richard? Ja, in der Schule haben sie mir William Richard gesagt. Spitzname Dicke Willi, aber im Konfirmationsunterricht haben sie dann mehr John Thomas gesagt, ja. Dicke Willi, John Thomas? Ich kapier's nicht. Sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht, was das soll? Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal. Fürchte ich keinen Unglück, dann fürchte ich keinen. Das ist in Ordnung, bleiben Sie ganz ruhig. Ja, kapiert's. Ja, aber ich kapier's nicht. Also, nach meinen Unterlagen ist der älteste Sohn William Richard Dicke Willi stocktaub. Taub? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Seit 18 Monaten Beihilfe als Opfer eines Kapitalverbrechens. Was hab ich?
Seitdem die den Laden hops genommen haben, wo er Gerbert hat, stellen Sie sich vor, da haben die zwei Tresore weggesprengt und ihm hat dabei sämtliche Trommelfälle aus dem Hirn rausgekauft. Aber Sie haben noch jedes Wort von dem, was ich vorhin gesagt habe, verstanden. Willi, dein Freund spricht mit dir. Sie müssen ihn direkt anschauen. Er liest von den Lippen. Ich hatte ja keine Ahnung. Sie waren bei der Besamung? Herr Bayerle, ich hoffe, die Arbeitslosenunterstützung trägt er wegen dazu bei, Ihren Kummer zu lindern. Der spricht nur in Großbuchstaben, du. Hallo. Ja, hallo. Was, der arme Mann ist auch noch arbeitslos? Kein Job für ihn in Aussicht, gell, Willi? Nix. Gar nichts zu finden, ne, Willi? Na, das ist ja bei dem Spezialberuf auch kein Wunder, oder? Spezialberuf? Es gibt wohl keinen großen Bedarf an einem Daumenklavierstimme, oder? Klavierstimme? Ihr ganzer Lebensinhalt zerstört durch einen sinnlosen Akt der Gewalt. Boah, ist der Diener Bredler gut, ja? Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Vielen Dank, Sie können jetzt wieder gehen. Dankeschön. Aber es muss doch irgendetwas geben, das ich für Sie tun kann. Nein, vielen Dank. Doch, jemand muss die Vorbereitungen für die Beerdigung treffen. Beerdigung? Ja. Warum lassen Sie mich das nicht alles für Sie erledigen? Nein, nein! Doch, der soll mal schauen, was er machen kann für uns. Sie müssen mir nur sagen, ob es eine Feuer- oder eine Erdbestattung werden soll. Ihr Vater hat doch sicherlich einen letzten Willen hinterlassen, hä? Ja, der wollte den Profanbach in Kanonen eingeschoben werden. Sein Vater wollte eine Seebestattung. Jetzt schauen wir mal, was der junge Mann für uns machen kann. Und dann kommt er später wieder. Ich werde mich um alles kümmern, Herr Thormann. Kopf hoch, Dicky Willi. Herr Körner. Einen gesegnet. Oh, happy day. Den werden wir auf jeden Fall schon mal los, ne? Ah! Oh, mein Gicht! Oh. Ich habe so intervallschubsweise Anfälle mit der Gicht. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Herrn Schwan. Ja? Ja! Ach, bei Herrn Schwan, den haben Sie jetzt leider verpasst. Aber machen wir's halt so, ich sag dem Bescheid, dann kommt er morgen bei Ihnen ein Büro vorbei und kann die ganze Ware unterschreiben. Na, das geht nicht. Ich muss doch da bleiben, bis die Angelegenheit erledigt ist. Denk's an Fräulein Meier-Rodenstock. So, wenn das so ist, na ja, dann warten Sie halt im Esszimmer nochmal und trinken eine Tasse Tee. Ja, in Ordnung, aber ich will die Sache mit Herrn Schwan so schnell wie möglich hinter mir haben, ja, gell? Und nehmen wir solch noch ein Stück Lacon. Ah, das ist gut. Was hast du nur angerichtet? Ja, worauf willst du denn jetzt hinaus? Wenn das der Anfang ist, bewegen wir uns schrittweise rückwärts in die Zukunft. Ewig, Junge! Jetzt nicht, Onkel Georg, wir haben keine Zeit. Da mache ich die Luft wieder rein. Na, es sieht so aus, als ob ein großes Gewitter aufzieht. Unsere Situation hat sich total verschlechtert. Oh, tut mir leid, das zu hören, du, aber ich habe hier ein paar Retouren. Retouren? Ja, es geht ich um diese keine Zeit. Stützstrümpfe. Ich krieg die nicht los. Na toll, Modell Anschi und ich habe nur zwei Karton davon im Keller. Von der Strümpf? Ja, Stützstrümpfe bei Venenerkrankungen und Krampfadern. Ja, das war der Renner letzte Weihnachten, aber ich glaube, die mögen die Farbe nicht. Ja, wer will schon so kackbraun? Ja, hast du recht. Erich, ich brauche noch die Perücken aus dem Schrank. Jetzt nicht, Herr Schwan. Aber ich brauche noch die Perücken. Herr Schwan. Hä? Na. Das ist brillante Idee. Das ist absurd, das funktioniert doch nicht. Was funktioniert nicht? Der Typ vom Sozialamt braucht eine Unterschrift. Aber ja. Ich kann jetzt als Herr Schwan nicht unterschreiben, weil ich für den ja der Herr Thormann bin. Ja. Er kann nicht als Herr Schwan unterschreiben, weil er sein eigener Sohn ist, dessen Vater heute gestorben ist. Jetzt müsstest du unterschreiben, aber nicht als du, sondern als ich, sonst müssen wir das Wohngeld für den Herrn Thormann zurückzahlen. Ja, das klingt eigentlich logisch. Ja. Das geht doch nicht, schaut euch halt mal an, der ist doch 20 Jahre älter wie du. Was hat denn das damit zu tun? Das ist mein Vermieter, der kann alt sein, wie er will.
Nee, man muss mir bloß was anderes anziehen. Du kannst doch sagen, dass ich heute meinen Hausfrauentag habe. Nee, wir werden schon einen Ziegel erfinden, ne? Also, die Einstellung lob ich mir. Also schau mal auf in den Schrank, ob du einen Anzug hast. Und du, Onkel Gerich, du gehst mit ins Schlafzimmer, da ziehen wir dich um. Okay. Hallo, Linda. Norman. Ey, du bist ja im Wohnzimmer. Ja, du auch. Was machst du hier unten? Ich hab mich so fühlisch gekrummt. Fühlisch gekrummt? Komisch gefühlt. Ich wollte mir von der Blick holen. Ja, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich jetzt wieder alleine ließest. Das ist aber keine gute Idee. Ich erwarte Besuch und Gäste privat. Hat der Erich gar nichts gesagt? Der Erich weiß es auch nicht. Und jetzt geh bitte wieder nach oben. Aber vielleicht wäre es ja besser, wenn du den Privatbesuch privat bei denen zu Hause in deren Privatwohnung aufsuchst, bevor die hierher kommen. Linda, was ist... Ach, lass mich doch in Ruhe. Linda. Was soll das? Lass mich in mein Schlafzimmer. Da war schon Zucht da. Von wem? Vom Gesundheitsamt. Was wollte das Gesundheitsamt? Die haben das Schlafzimmer unter Quarantäne gestellt. Aus welchem Grund denn? Ja, du stellst eine tolle Frage nach der anderen. Norman! Ich hab eine schwere ansteckende Krankheit. Die ist ausgebrochen, da muss gespritzt werden. Das ganze Schlafzimmer ist voll gespritzt, betreten verboten. Niemand darf ein Esszimmer aus! Esszimmer aus? Seine ausbreitende ansteckende Krankheit. Musst du halt mit mir schlafen. Wie bitte? Bei mir schlafen, ne? Heute Nacht, also in meinem Bett. Wenn, in deinem Bett? Genau, wenn der Erich von der Stadtwerke schläft, in meinem Bett. Was war denn das? Ah, das donnert den ganzen Tag. Ist doch jemand im Esszimmer? Da ist doch niemand im Esszimmer, du. Hallo? Ich glaube, man hat mich eingesperrt. Und wer ist das? Niemand. Keine Panik, ganz ruhig bleiben, ich hol sie da schon raus. Das ist der Mann vom Gesundheitsamt. Vom Gesundheitsamt? Ja, die haben den zurückgelassen. Ich hab mich hier gekriegt. Ja, seien Sie ganz ruhig. Sind Sie das, Herr Bayerle? Ja. Der Herr Bayerle, mit dem ich gerade gesprochen hab? Ja. Wieso können Sie mich dann hören? Hallo, Schwan. Alex. Lass mich mit ihr sprechen. Er kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Was? Nein, ich weiß auch nicht, warum er nicht zur Arbeit gegangen ist. Nein, kommen Sie nicht hierher. Nein, ich soll nicht hierher. Halt den Mund. Sie werden ihn morgen sehen. Alex, wir kennen uns noch nicht. Ich wollte bloß sagen, ich bin nicht immer so unhöflich, ja? Wir sehen uns am Samstag in der Kirche. Ja, ade. Was wollt ihr denn? Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Sie hat sich Sorgen um mich gemacht. Ich mach mir jetzt ein Dessler Kaffee. Und wenn du danach immer noch hier unten im Wohnzimmer bist, jauche dir die Treppen auf. Mach einen schön stark. Oh. Hallo? Alex! Ja. Tschüss, Alex! Und hast du den Anzug von Onkel Georg? Eine Katastrophe. Es kann gefunden. Doch, aber es ist ja. Lass es mich halt wieder raus! Was ist denn mit dem Körner los? Ich bin eingesperrt. Warum? Ich hielt's für eine gute Idee. So ein Schmarrn, du Volldepp. Wenn nicht, lass der Schlosser kriegen. Herr Daumann, jetzt ist ja fast 9. Ja, ich weiß. Also, wenn Herr Schwan jetzt nicht bald erscheint, dann mache ich Frau Lehrmeier-Rodenstock verständigen. Das ist gar nicht nötig, der Herr Schwan ist da. Ja, was jetzt? Ja, der ist hier. Ja, kann ihn dann sprechen? Nein, weil der ist auf dem Dach. Hä? Am Dach? Was macht denn der Vermieter bei dem Dreckswetter bitte am Dach? Dem Herr Schwan ist eingefallen, dass er ein Loch hat am Dach. Ein Loch? Und jetzt kam er schnell vom Büro und ist aufs Dach, um das Dach zu dachen, zu lochen, zu decken, also zu schließen. In 2-3 Minuten können wir dann sprechen. Was ist denn jetzt das? Was ist was? Wann's einmal, da pumpst doch an. Um diese Tageszeit, ja, schappel doch. Ja, na, an der Tür. An der Tür? Ja, wer ist das? Ja, wer ist denn das? Ach, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Sie meinen eine Frau Bayerle? Ja. Ihr verwitwete Mutter? Meine verwitwete Mutter, ja. Die Tür ist abgeschlossen.
Sagen Sie mal, wie sagt man hier, für wie wir die Mutter in der Küche eingesperrt, hä? Ja, wissen Sie, die war halt früh bei der Schustereder, haben Kaffee getrunken, hat sie erfahren, dass da quasi der Vater gestorben ist. Da hat sie den Teppich rausgerissen und jetzt frisst der Beden. Wie frisst der Beden? Ja, das soll sehr beruhigend wirken. Also geh mal auf den Dachboden auf. Dachboden? Ja, vom Dachboden komm aufs Dach zum Loch von meinem Schwan, dann können Sie, ne? Ja, ich komm mit. Nein, nein! Du bleibst hier unten bei Mutti! Herr Beile, ich glaube, Ihre Mutter ruft nach Ihnen. Sollten wir alle überhören. Ja. Gehen wir nach oben, dann können Sie Ihr ganzes Geschäft verrichten. Ja, meinetwegen, dann nehme ich aber meine Unterlagen lieber mit, weil wir meinen Herrn Schwan treffen, ne? Du hast 5 Minuten und dann steht Onkel Georg in einem Anzug da unten. Ja, was machen wir mit der Linda? Die lassen wir halt drin. Und mit dem Tauch nicht genau und du kümmerst dich hier um die Familienangelegenheit. Nein, du bleibst hier und tragst den Anzug. Ja, aber ich will doch. Hallo? Ah. Was macht denn Willi da am Telefon? Hallo? Hallo? Bei mir ist nie jemand dran. Seit er das mit die Trommelfälle hat, tut er sich total schwer beim Telefonieren. Also gehen wir auf, hopp. Aber ich hätte vorher noch gefragt, zu einem Bayer das gehört. Ja, ein Trauerspiel, gell? Ja, allerdings, ich habe mich ja gerade mit ihm unterhalten. Holz, und er hat jedes Wort verstanden. Ja, ich habe ja gesagt, er liest vor die Lippen. Durch eine solide Eichentür. Genau. Ich dachte, er wäre taub. Ah, dafür hat er Augen wie ein Luchs. Sei ganz ruhig. Der Mann vom Gesundheitsamt hat gesagt, du musst da drin bleiben. Ganz ruhig. Oh, lass mich rein. Frau Schwan, geht's Ihnen nicht gut? Nein, mir geht's nicht gut. Ja, dann setzen Sie sich doch. Dr. Hanusek, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit jemandem über meinen Mann sprechen würde. Ja, verstehe. Und dann noch mit einem Eheberater. Partnerschaftsmoderator. Bitte. Dann hängt auch noch unser Untermieter, dieser Norman Bayerle, hier herum. Sollte er nicht. Ach, der ist so überflüssig wie ein Kloß ohne Soße. Ja. Nun, Sie haben die örtliche Familienberatung um Hilfe gebeten. Hier bin ich. Ja, ich sollte es vielleicht auch hinter mich bringen. Es Ihnen zeigen. Ihnen alles offenbaren. Das sexuelle Verhalten vor seinem Partner in Frage zu stellen, das ist niemals einfach, Frau Schwan. Nein. Bitte folgen Sie mir, es ist hier drüben. Ich habe alles rein zufällig gefunden, als ich nach unseren alten 8mm-Filmen gesucht habe. Wollen Sie unseren Hochzeitstag auf DVD überspielen lassen? Da ist er schon. Machen Sie sich auf einen Schock fast, Dr. Hanusek. Dafür bin ich bestens ausgebildet, Frau Spahn. Die hier habe ich als erstes gefunden. Verstehe, sehr extravagant. Ja, nett. Sagen Sie, die Mutter von Ihrem Mann, ist die blond? Sie haben recht, sie ist blond. Dann das hier. Das ist fein nur lang nicht alles. Und die hier. Ja. Und verstehe. Das. Erstaunlich, nicht wahr? Ja, Ihr Mann ist auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet. Sagen Sie, die Mutter vor Ihrem Mann, ist die groß? Ziemlich groß. Bedeutet das was, Doktor? Langsam wird ein recht bekanntes Verhaltensmuster erkennbar. Glücklicherweise ist Ihr Mann noch im Frühstadium und sein Fetisch hat zunächst eine rein persönliche Bedeutung für Ihren Mann. Sein Fetisch? Wahrscheinlich zieht er sich diese Fummel bloß an, um damit vom Schlafzimmerspiegel hier und her zu stolzieren. Vom Schlafzimmerspiegel? Na, der Frau Schwan, verlieren Sie nicht die Nerven. Sie erzählen mir doch gerade, dass mein Mann schwul ist. Nein. Nicht jeder Kleiderfetisch ist so veranlagt. Ich will damit nicht sagen, dass Ihr Mann nicht vielleicht ein kleines Problem hat. Oder ein großes. Ein großes? Ach, Frau Schwan, jetzt, das ist doch nicht... Kriege ich jetzt einen Fummel zum Anziehen oder nicht?
Entschuldigung. Schwan. Sie sind Herr Schwan? Ja. Herr Erich Schwan. Ja. Sie kommen nicht zufällig von der Fürsorge, oder? Ja, doch. Ja, dann kommen wir gleich zur Sache. Ich sollte wohl gleich ehrlich mit Ihnen reden, was? Ja, Erich hat den längsten. Ich meine, ehrlich wird am längsten, sagte meine alte Mutter immer. Ich weiß alles. Alles was? Was Sie so getrieben haben, im Geheimen. Im Geheimen? Ja, ich hab Ihre Fummel im Schrank gesehen. Fummel? Ja, Ihre Perücken und Ihre Strumpfhosen und Ihre Kleider und Unterhosen und Ihr Mieder. Oh mein Gott. Herr Schwan, Sie sehen, leugnen macht keinen Sinn. Ja. Sind Sie gekommen, um eine Verhaftung vorzunehmen? Ja, vor Verhaftung kann jetzt nicht die Rede sein. Sie meinen, was ich hier mit den Kleidern, den Perücken und so weiter gemacht habe, ist nicht gegen das Gesetz? Ja, nicht im geringsten. Ja, warum macht es dann nicht jeder? Ich weiß nicht, Erich. Ich darf doch ehrlich sagen. Ja, wenn es Ihnen Spaß macht. Man sieht es zwar nicht überall so gerne, aber es gibt doch eine Menge Menschen, die das machen. Wirklich? Ja, wir sind ein freies Land. Ja, das sind wir. Ich hätte nur schon früher wissen sollen, dass es legal ist. Was hätten Sie dann gemacht? Dann hätte ich die ganze Familie mit reingezogen. Ich muss zugeben, es ist nicht die Reaktion, die ich erwartet habe, Herr Schwan. Und was glauben Sie, wie erleichtert mein Partner erst sein wird? Ihr Papp? Wollen Sie sagen, Sie haben jemanden, mit dem Sie das gemeinsam machen? Mein Onkel Georg. Ihr Onkel Georg? Ja, eigentlich war die Idee mit den Kleidern ja von ihm. Von Onkel Georg? Ja, ich wollte mich mit den Perücken begnügen, aber er bestand darauf, dass wir mit Kleidern und Unterwäsche einsteigen. Einsteigen, ja, ja. Ja. Er kennt sich in dem Gewerbe aus. Er kennt alle Tricks. Ich gehe jetzt in Erichs Büro und dann kläre ich die Frau Sache. Frau Schwan. Ich will, dass er alles gesteht. Frau Schwan, Ihr Mann ist hier. Wir sind seit 10 Jahren verheiratet. Erich ist hier? Ja, Frau Schwan. Frau Schwan, jetzt bleiben Sie doch mal ruhig. Oh, Herr Schwan! Nein! Herr Schwan, setzen Sie sich. Ich hole Ihnen was zu trinken. Wo ist er? Frau Schwan, machen Sie sich auf einen Schock fast. Was denn noch? Ihr Mann hat sich mit einem anderen eingelassen. Oh mein Gott, mit wem denn? Mit seinem Onkel Georg. Ja, und Onkel Georg war es auch, der ihn dazu verführt hat. Na, das glaube ich nicht. Erich und Onkel Georg. Ja, nach Erichs Aussage geht es ja schon eine ganze Zeit lang so. Jetzt wird mir alles klar. Onkel Georg hat Erich immer mit nach Mykonos genommen. Frau Schwan, jetzt bleiben Sie mal hier. Oh. Au! Onkel Georg, ich hab nicht. Was ist denn los, Onkel Georg? Um Himmels Willen! Was hast du denn? Der Jürgen! Ich hab dich jetzt los, Mann! Willi, ich habe Herrn Vorn dran vom Beerdigungsinstitut mitgebracht. Beerdigungsinstitut? Ja. Er wird sich jetzt um alles kümmern. Sie müssen sehr deutlich sprechen. Herr Bayerle! Was treiben Sie da eigentlich? Treiben? Dass Sie können doch nicht die leibliche Hülle herumtragen. So, die Hülle. Die leibliche Hülle meines lieben Papas. Die sterbliche Hülle Ihres teuren Papas. Moment. Als ich heute Morgen hier gewesen bin, haben Sie gesagt, das sei Onkel Georg. Onkel Georg ist schon weg. Aber er hier sieht genauso aus. Ja, 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 das sind Zwillinge. Ah. Ja, heute Morgen haben wir den fidelen Georg Bayerle kennengelernt und das ist der verstorbene Norman Bayerle. Onkel Georg muss am Boden zerstört sein. Ja, völlig K.O. Der Jürgen
Zeugen sagte mir, ihr Papa wäre oben in der Wohnung verblichen. Oben, ja, ja, oben. Ja, und wer hat ihn dann heruntergebracht? Ich, weil er um die Zeit im Fernsehen geschaut hat. Willi, am besten Sie überlassen jetzt alles Herrn Vorn dran. Er wird sich um alles kümmern. Ich würde lieber selbst alles in die Hand nehmen. Herr Beile, gibt es auf dieser Etage irgendwo ein Schlafzimmer, das wir benutzen können? Wir? Nicht wir! Wir! Ich möchte den Ärmsten gerne aufbohren. So aufbauen? Gehen Sie ins Esszimmer. Da ist der große Esszimmertisch, da können Sie ihn aufbauen. Auf dem Esszimmertisch? Ja, ja. Ihr Vater ist jetzt an einem besseren Ort. Ja, da wäre ich jetzt haarig gern. Ja. Oh, Onkel Theo, ich hole Riechsalz. Oh je. Wenn Sie sich jetzt stören können, dass der Herr Schwan oben auf dem Dach ist. Keine Ahnung. Da ist er ja! Wer? Mein Vermieter, der Herr Schwan! Das heißt, der unauffindbare Herr Schwan. Herr Schwan, wenn Sie es unterschreiben tun, täten würden? Grüß Gott. Ist der etwa taub? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn da los mit dem? Er ist tot. Er ist tot? 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 Der Ärmst ist heute früh verblichen. Verblichen? Sagen Sie mal, ist Ihr Vermieter vom Dach gefallen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also mir hat man gesagt, er wäre oben in der Wohnung ganz friedlich eingeschlafen. Sehr tröstlich. Ich konnte kein Riechsalz finden, aber desto weg tot er auch. Herr Bayer, ich bin auf der Suche nach einem Tuch für den Esszimmertisch. Willi, was ist da unten passiert? Nix, gar nichts, gar nichts. Ich möchte den Ärmsten gerne aufbohren. Aufbahren? Na ja, der Papa dieses jungen Mannes ist heute früh verblichen. Ach, nein. Der Vater von Willi Bayerle? Das kapiere ich nicht, Herr Dormann. Sind wir schon zu zweit, ich verstehe das auch nicht. So ein Tuch finden Sie im Schrank hinten im Esszimmer, ja? Ah. Ganz oben, ne? Ach so. Ja, unten mit Messer und Gabel. Willi Beiles, Vater, Sie haben mir doch gesagt, das wäre Herr Schwan Ihr Vermieter. Ja, das habe ich und das ist er ja auch. Wie kann Herr Schwan Willi Beiles Vater sein? Willi, du hast mir doch die Zusammenhänge mal ganz genau erklärt. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Wie kann Herr Schwan Ihr Vater sein? Ja, als ich ein Kind war, ist mein Vater, der Holzfäller, arbeitslos gewesen. Und dann haben sie kein Geld gehabt und waren gezwungen, mich zu einer Pflegefamilie zu geben, zu Herrn und Frau Schwan. So, Herr Schwan ist also Ihr Pflegevater? Ja. Mütterlicherseits. Sie wollen also sagen, dass sowohl Ihr richtiger Vater als auch Ihr Pflegevater heute Morgen gestorben sind? Ja. Ja, Herr Erich Schwan hier unten und Norman Beile oben in der Mansarde. Liebe Güte, sagen Sie mal, wie ist denn Ihr richtiger Vater, der Norman Beile, der Holzfäller, gestorben? Der ist vom Baum gefallen. Um Gottes Willen. Es tut mir jetzt leid, dass der Ihre Formulare nicht unterschreiben konnte. Jetzt steht ja wieder Saubleid da, ne? Ach, waren es vorher auch schon. Machen wir es noch so, Körner, ich ziehe mein Wohngeldantrag zurück und zahle auch sämtliche Gelder wieder zurück. Lieber großes Opfer. Das ist ja gar nichts im Vergleich zu deinem großen Verlust, den du heute alleine musst. Ja, Herr Körner, da müssen Sie wohl jetzt mit leeren Händen zurück ins Amt. Wann Sie mal, also, wenn ich es recht im Kopf hab, dann hat auch das Ehepaar Schwan gemeinsam den Mietvertrag unterschrieben, oder? Alle beide? Naja, dann dürfen Sie doch nichts ausmachen, wenn Frau Schwan bestätigt, dass Sie hier gewohnt haben. Ja, nein, das geht nicht, weil die ist nicht da, die ist auf der Arbeit. Geht das schon wieder hoch? Entschuldigung, hat jemand Herrn Schwan gesehen? Wer will jetzt das wissen? Mein Name ist Dr. Hanusek. Doktor. Ja, ich vermute, er hat sich zur Ruhe gelegt. Zur Ruhe gelegt? Ja, er wurde von der Tür getroffen. Hm? Aha. Ah, ich weiß, wer du bist. Und ich fange an, drüber nachzudenken, wer du sein könntest.
Dr. Hanusek und ich hätten dir ein paar Fragen zu stellen. Wieso humpelst du? Ich humpel doch nicht. Sprechen Sie von seiner Gicht, ne? Gicht? Ah, ja! Da kommt wieder so ein Intervallschubsanfall. Ah, die Gicht, der ich sticht. Oh. So ein Unsinn, du hast doch kein Gicht. Wie, der hat kein Gicht? Das lobe ich mir. Positive Gedanken, du strömen den Körper von oben nach unten und von unten nach oben und... Die Gicht ist weg. Ich soll ja wohl besser zum passenderen Zeitpunkt wiederkommen. Ich will vielleicht alle zum passenderen Zeitpunkt wiederkommen. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich nach oben verzupfen? Ich glaube aber, der hat da unten zu tun. Was machen Sie eigentlich hier? Ich bin der Mann aus dem Esszimmer. Wie bitte? Ja, der Mann, der im Esszimmer eingesperrt war. Wer sind nachher Sie? Ich bin... Das ist die Frau aus der Küche. Die Frau, die in der Küche eingesperrt war. Wie bitte? Dann sind Sie seine... Nein, da brauchen wir doch nicht mehr drüber reden. Das haben wir doch schon gehabt. Aber die schaut so jung aus. Wie bitte? Ja, schau mal an, hä? Jedes Kilo ein Charmeur, hä? Also. Das macht nur das Oil of Olas. Ja, ein tägliches Wunder. Weil... Sie sagen also, das ist ja, Ihre... Ja, haben wir doch schon gesagt, brauchen wir nicht wiederholen. Ja, aber wieso will sie Sie dann immer wegschicken oder nach oben? Die hat mich noch nie richtig leiden können. Stimmt. Stimmt. Raus jetzt, ich möchte mit meinem Mann sprechen. Mit dem Mo sprechen? Ja. Ja. Ja, das würden wir alle sehr gerne. So, paar letzte Worte, ne? Aber das geht halt nicht. Will Norman endlich loswerden? Loswerden? Norman loswerden? Wie können Sie sowas sagen? Ganz einfach. Es macht mich krank, dass er hier im Haus herumschwebt wie ein übler Geruch. Guter Gott. Meine Geduld ist zu Ende. Wenn er nicht endlich verschwindet, schmeiß ihn einfach auf die Straße. So, haben Sie auch keinen Respekt vor dem armen Norman? Na, heute jedenfalls nicht. Ich hab heute einen schlimmen Tag. Und was macht er? Er gammelt hier im Haus rum und verpestet die Atmosphäre. Das hab ich mein Lebtag noch nicht gehört. Ich wünschte, er wird sich endlich da nach oben verziehen, wo er hinkört. Gute Frage. Ja, sie hat ein wenig einen Schock. Ja, das stimmt. Ja. Sie möchten doch sicherlich mal einen selber brennenden Schwätzger probieren, oder? Da würde ich auch nicht Nein sagen. Ja, bitte, Doktor. Wenn Sie in der Zwischenzeit vielleicht Frau Schwan für mich auftun könnten. Warum sucht dieser Mann mich? Nein, der sucht dich doch nicht. Ist das der Herr vom Gesundheitsamt? Ja. Der den ganzen Vormittag im Esszimmer gespritzt hat. Ja. Was will er denn von deiner Mutter? Ruf mich an. Da ist er, der Herr Schwan. Was ist denn um Gottes Willen mit ihm passiert? Nichts Schlimmes, der hat bloß eine Tür aufs Hirn gekriegt. Und was macht er in der Unterwäsche? Die hat er schon angehabt, wie ich gekommen bin. Weißt du, er wollte sich umziehen und er wollte sich von mir was ausleihen, weil ich immer so schicke Sachen hab. Von dir was ausleihen? Ach, das ist Onkel Georg. Natürlich ist das Onkel Georg. Sag einmal, schämst du dich überhaupt nicht? Ich hätte wissen müssen, dass sowas passiert, wie er dich immer mit nach Mykonos genommen hat. Mykonos? Wie konntest du mir das antun? Ja, was denn antun? Weißt du überhaupt, was in mir vorgeht, jetzt, wo ich es rausgefunden hab? Ja, was denn rausgefunden? Dass du ein Transvestit bist. Ich brauche einen größeren Block. Bayerle? Was wollen denn Sie schon wieder? Von Ihnen will ich doch gar nichts. Ich bin wegen Herrn Bayerle gekommen. Natürlich wegen Herrn Bayerle. Ja, ich bin wegen des Anrufs von heute Morgen hier. Des Anrufs von heute Morgen? Aber dann sind Sie ja Alex? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie so, naja, so männlich. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass der Norman... Ja, ist er. Bitte vergeben Sie mir, wenn ich etwas unhöflich war. Ich freue mich jedenfalls, Sie endlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, aber ich verstehe nicht ganz. Ich dachte, ich würde Sie erst am Samstag sehen. Am Samstag? In der Kirche.
Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie das da so machen dürfen. Ich werde wohl nicht dabei sein können. Ich habe schon andere Pläne. Andere Pläne? Weiß Norman denn davon? Nein, nein, Norman weiß wahrscheinlich nichts davon. Das kann er ja auch schlecht, ne? Norman ist gestorben. Was? Also, wie kann man es jetzt jemandem einfach so ins Gesicht nein sagen? Ich muss ihm zustimmen. Das ist sehr herzlos von Ihnen, muss ich schon sagen. Aber wovon reden Sie denn? Wahrscheinlich haben Sie schon einen neuen, hä? Herr Thomas! Ah, so heißt er also. Na, Sie sind ja schon so ein knäbischer Jüngling. Gehen Sie mal ins Esszimmer und denken drüber nach, was Sie gesagt haben. Schwan, es ist wohl besser, wenn ich wiederkomme, wenn sich die Sache hier etwas beruhigt. Nein, hat. Ich möchte das jetzt geklärt haben. Ich möchte, dass er geht. Ich möchte, dass Norman geht, zusammen mit dem Kerl vom Gesundheitsamt. Na, den möchte ich ja loswerden. Wir haben miteinander zu reden über deine Mutter. Über Mutti? Was, seine Mutter? Ja, und über ihre großen Möpse. Frau Schwan, jetzt bleib ich mal ruhig. Norman! 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 Norman ist tot. Willi, Norman Sohn. Ein Augenblick. Hey, ja, trinken Sie ruhig nur Schnäpsler, Kerne. Unsere Situation hat sich doch doll verschlechtert. Verschlechtert ist total beschissen. Wir müssen den Kerner loswerden. Ja, wie willst du das schaffen? Der bleibt so lange da, bis wir ihm die Frau Schwan herzaubern, ja? Der Wein zwitschert einen Zwitschger nach anderen da draußen. Mein Anzug da. Allmächtig. Onkel Georg, ich bleib bei uns, bleib bei uns. Ich will ins Bett. Was denn alles in der Welt machen Sie denn da mit Herrn Schwan? Ich wollte ihn ein wenig Farbe ins Gesicht bringen. Ach so. Wie ich gerade in der Küche war, ne? Da hat mir ja was wie der Blitz getroffen. Ist ja Küchenschenkler runtergeflogen. Na, na, aber sagen Sie mal, die Dame von eben, das ist doch Frau Bayerle, ihre Mutter. Ja? Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie viel zu jung ist, um ihre Mutter zu sein. Wissen Sie, das ist seine Stiefmutter. Ja, genau. Als ich noch ein Kind war, ist meine leibliche Mutter gestorben, wo ich ein Teenager quasi war. Und mein Vater wollte noch wegen, hat er noch mal geheiratet. Ich hab schon gedacht, ich bin ein wenig blöd, ne? Aber das erklärt auch, warum Sie so wenig Respekt vor Ihrem Vater hatten, ne? Wenigstens gut, dass überhaupt was erklärt, ne? Sagen Sie mal, wie ist denn Ihre richtige Mutter gestorben? Die ist in der Theresienstraße vom gefällten Baum erschlagen worden. Oh Gott. Seitdem kann der Vater keine Bäume mehr fällen. Aber dass es jetzt kein Lebenszeichen von unserer Vermieterin gibt, das soll ich vielleicht dem Amt der Mitteilung machen, ne? Das wäre gescheiter. Nein, das ist gar nicht nötig, weil die Frau Schwan wird da sein in einer Viertelstunde. Fei, echt? Wirklich? Ja. Ja, ich habe mit ihr telefoniert, die ist schon auf dem Weg hierher, die müsste bald da sein. Das freut mich aber zu hören. Das freut mich noch mehr, dass Sie sich freuen. Dann erfreuen Sie sich doch noch mal an einem Zwetschger, dann freut er sich auch, dass ein Freudiger sich erfreut am Zwetschger und alles wie die Freude Eierkuchen ist. Wie willst du durch der Frau Schwan da herbringen? Willst du Linda überreden oder was? Nein, drum müssen wir doch endlich Onkel Georg wach kriegen. Nee. Damit sie den Strumpfhosen an der BH-Titten reinkleiden. Das will ich doch nie. Du kannst ja niemals den als deine Frau verkaufen. Doch nicht als meine Frau, ich bin doch Herr Thormann. Er macht Erich Schwans Frau und Gattin, Doppelfrau. Wer ist dein Herr Schwan? Niemand, der ist doch tot. Oh, verdammt, verdammt. Hast du das nicht, Salz? Nein, aber das ist das Katzenstreu von gestern. Wenn ich ihn selber entsorge, spare ich mir die Bestattungskosten. Ja, die Müllabfuhr kommt immer freitags. Es ist wohl für alle Beteiligten das Beste, wenn ich ihn mit ins Beerdigungsinstitut nehmen könnte. Nein. Meine Hand, bitte. Aber nein, mein Vaters letzter Wille war, dass er hier im Haus aufgebahrt wird und dass der Rest der Familie ihm hier die letzte Ehre erweisen kann. Der Rest der Familie? Ja, wie zum Beispiel... Die Oma Marlene. Oma Marlene mit den schönen Beinen. Ja, oder dann... Na gut, dann bring ich eben alles noch oben. Mhm. Hallo. Hallo.
diese blöde Tür hat meinen Papa erschlagen, die muss man mitbeerdigen. Man kann eine Tür nicht mitbeerdigen. Dann nehmen wir die Tür halt mit ins Krematorium. Los, hilf mir, komm. Onkel Georg, jetzt wär endlich wach, du schlapper Sack. Das hält ja niemals durch. Dann, der kann dich nicht machen. Dann bleibt nur eins. Du wirst die Aufgabe übernehmen. Ja, wir haben doch alles da. Da sind Strumpfhosen drin, da sind Brüstenhalter drin. Oben im Schränkel habe ich nur Umstandskleider, Zeichen. War, hopp, hopp, hopp. Ich wollte einmal ein Stück, wo ich keine Frau spielen muss. Frau Schwan, Sie sollten es wirklich wann anders. Du hast 5 Minuten, danach schmeiß ich die ganze Bande eigenhändig hinaus. Ihr Norman wollt sowieso gerade gehen, gell, Norman? Ja, ja, ich zieh mir nur was Bequemeres an. Oh. Wann verschwinden Sie eigentlich? Ich weiß zwar nicht genau, wer Sie sind, aber Sie machen mir meine Arbeit nicht unbedingt leichter. Ich bin Normans Vermieterin. Keine Sorge, Norman wird im Handumdrehen verschwunden sein. Ja, das ist ein Wort. Wo wollen Sie denn damit hin? Wenn Sie erlauben, dann werde ich jetzt nach oben gehen, um Normans letzten Wunsch zu erfüllen. Seinen letzten Wunsch? Ja, ich werde ihn in sein Bett legen. Und danach wollen Sie ihn verlassen? Dann werde ich gehen. Sie herzloses Flittchen! Herzhafte Schnittchen! Sie wird uns herzhafte Schnittchen machen! Der Herr bewahre dieses Haus, auf das es nicht verunreinigt werde, und stopfe die bösen Mäuler. Er meint dich. So! Wir sind gleich fertig. Ich glaube, der Schock sitzt doch etwas tiefer, als er es zugeben möchte. Ja, viel tiefer. Welcher Schock? Der ist schon in Ordnung. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Doch Herr Bayerle ist heute früh verstorben. Allmächtiger Norman hat ja überhaupt nichts gesagt. Und wer sind Sie? Mein Name ist von dran. Beerdigungsinstitut von dran und hinten drin. Ja, Herr Beile ist gestern Abend zu Besuch gekommen. Verstehe. Woran ist er denn gestorben? Schweinepest, Vogelgrippe, BSE. Ach, deswegen war das Gesundheitsamt den ganzen Vormittag da. Ja, ja, genau deswegen, ja. Und wo ist er jetzt? Na, hier. Was? Aber ich dachte, das ist Onkel Georg. Nein, nein, Onkel Georg, der ist schon weg, der ist schon lang weg. Das ist sein Zwillingsbruder, der arme, alte, schlapprige Herr Bayerle. Der Norman muss ja in einem furchtbaren Zustand sein. Oh ja, der weiß nicht mehr, ob er Männler oder Weibler ist. Was kann man wohl sagen? Bei hochansteckenden Krankheiten, da muss ich ihn sofort in die Autopsie bringen. Autopsie? Ich fange schon mal gleich an. Nein, nein, das geht nicht, das geht nicht. Herr Thurmann, bitte. Nein, das dürfen Sie nicht. Ja, vielleicht sollten wir erst einmal feststellen, was Norman will. Ja, eine sehr gute Idee von dir. Feststellen, was Norman will? Ich glaube nicht, dass es von irgendeiner Bedeutung ist, was Norman will. Glauben Sie das nicht? Da kann doch in diesem Zustand nichts mehr sagen. Sie wollen diesen Mann in die Autopsie bringen und es interessiert Sie nicht, was Norman davon will? Eigentlich nicht. Pietätloser Riesling. Pisspörter Riesling. Pisspörter Riesling. Serviert Sie uns den herzhaften Schnittchen, die Sie sich nachher noch machen wird, nicht wahr? Ein scheußlicher Kerl. Ja, man versteht nicht so schlecht. Aber guck mal doch noch mal auf unser Gespräch, Schatzi. Ich zieh den schicken Fummel an, ja. Was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, ich zieh den schicken Fummel an. Einen schicken Fummel? Ja, und dann gehen wir heute Abend tanzen. Tschakka, 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 tscha. Du willst einen schicken Fummel anziehen und mit mir tanzen? Ja, heute haben wir so richtig auf den Putz. Du alte Schwuchtel. Onkel Georg auf der Schusslinie bringen. Belegt. Ja, belegt. Belegt. Gott, wie viel Schäufel hat der heute gegessen bei der Christa? Oh Gott, das ist nicht. Oh.
Hab mein mit dir. Halt doch mal! Was treiben Sie da eigentlich? Ich wollte schauen, ob er passt. Ob er passt? Ja, wir haben noch einen maßgeschneiderten Sarg bestellt. Und jetzt wollte ich schauen, ob er reinpasst. Nicht, dass wir noch ein Stück dran bauen müssen oder dass wir Hochkanten an der tun. Sie holen ihn sofort wieder als Orchester raus. Nein, ich will, dass er sich schon dran gewöhnt. Na, dann wer ist das halt, Olinischen? Herr Geldschmidt, wenn Sie mir Fleischbrot zur Hand gehen könnten. Wir müssen die Leiche noch oben in die Mansarde bringen. Ich glaube, der mieft schon. Ich kann das nicht. Herr Goldschmidt, wie stand schon in der Bibel, Galater 6, Vers 2, der eine trage des anderen Last. Aber nicht, wenn er dabei eine Kiste fasst. Helfen Sie! Ei, ei, ei! Ei, oh! Vorn dran! Ich bin schon vorn dran! Seien Sie bitte vorsichtig! Ich hole schon mal das Auto. Guten Morgen. Das kann ich nicht sagen. Sind Sie Herr Thurmann? Nein. Herr Bayerle. Mein Name ist Fundran. Herr Fundran, mein Name ist Fräulein Meier-Hodenstock. Frau Meier-Hodenstock? Stock, wenn ich bitten darf. Ich bin die Leiterin der Außenprüfung des Sozialamtes. Ich vermute, unser Herr Körner war den ganzen Vormittag bei Ihnen. Er sollte Ihren Herrn Thurmann überprüfen. Herr Thurmann ist in der Küche mit einem Herrn vom Gesundheitsamt. Nehmen Sie sich ruhig nur ein Schnitzler. Herr Thurmann, da ist aber eine Dame, die möchte mal gerne sprechen. So, Herr Goldschmidt, und wir schauen schon mal nach einem größeren. Du siehst spitze aus. Wie bitte? Wie bitte? Ich wäre ja nie drauf, guck mal. Auf was? Nur das ist einfach spitze, aber glaubst du, dass er wegen zu viel Huben? Tipp, geh nicht so nah ran, dein Bart kommt schon durch. Herr Thurmann! Herr Thurmann! Da fallen mir sämtliche Kisten zu. Und es sieht so echt aus, weil die Möpse, die sind so... Vorstellung erübrigt sich dann wohl. Herr Thurmann, was sollte das gerade für eine Vorstellung sein? Ich bin mit der Hand gern am Puls der Zeit. Das habe ich gemerkt. Ja, Sie müssen mir schon vergeben, ich habe einen total schlimmen Dorf hinter mir. Das ist doch keine Entschuldigung. Ja, und ich bin doch auch so schwer krank. Ich leide auch unter der Tourette'schen Verwirrung. Tourette'sche Verwirrung? Das ist das unkontrollierbare Verlangen, Menschen mit lauten Beschimpfungen zu beleidigen. Aha. Genau. Ich habe es schon wieder gemacht. Also wirklich, Herr Thurmann. Lass noch mal fühlen. Ich werde mich zügeln. Wenn Sie so freundlich wären. Körner, können Sie mir bitte mal erklären, wieso Sie unsere 10-Uhr-Besprechung versäumt haben? Warum wir von Ihnen den ganzen Vormittag kein einziges Wort gehört haben? Wieso Sie noch immer in diesem Haus sind? Und warum Sie eine Schnapsflasche mit sich herumtragen? Herr Thurmann, ich habe diesen Haushalt bereits seit einiger Zeit im Auge. Seit einiger Zeit? Ganz richtig. Also, Körner, was ist?
konnten Sie die Unterschrift von Herrn Schwan auf Herrn Thurmanns Wohngeldantrag nachholen? Na, wissen Sie, Herr Schwan war ja gar nicht da. Wo ist er? Der ist tot. Tot? Ja, Herr Schwan ist heute Morgen aus Versehen verstorben. Ach. Aber wir haben seiner Frau schon Bescheid gesagt, die kommt dann zum Unterschreiben. Also, Sie können ja beruhigt ins Büro zurückgehen. Der Körner hat alles im Griff. Herr Thurmann, ich habe es nicht so gern, wenn man an mir herumspielt. Das habe ich gemerkt. Mich befriedigen Sie nicht so einfach. Das kann ich mir vorstellen. Wenn Frau Schwan hier eintrifft, wird sie uns ein paar sehr direkte Fragen in Bezug zu ihren zahlreichen Untermietern beantworten müssen. Moment mal, wo sind eigentlich die ganzen Untermieter? Für ein derartig übervölkertes Haus herrscht ja hier geradezu eine beängstigende Stille. Ja, jeder neigt sich halt so, mit sich selber zu beschäftigen. Aha. Und zwei davon sind heute Morgen gestorben. Zwei Tote. Danke, Herr Körner. Herr Schwan ist von uns gegangen, genauso wie Herr Bayerle. Sonst noch jemand gestorben? Nein, nein, ansonsten alles bums, quick, fidel. Bis auf Herrn Bayerles leibliche Mutter, ne? Oh Gott. Und was ist mit Frau Bayerle, der Witwe von Norman Bayerle? Ich glaub, die hat mal eingesperrt. Hm? Frau Bayerle frisst der Bienen, wenn wir es nicht einsperren. Frau Schwan, das ist nicht die passende Atmosphäre für ein Familiengespräch. Setzen Sie sich! Oh Gott, wer ist denn das? Die gehört zum Körner aus dem Esszimmer. Haben Sie für heute nicht schon genug gespritzt? Wie bitte? Sie hat die Ecken vergessen, die sind ja bei uns rund. Schmeißen aus. Ich darf doch wohl sehr bitten, gnädige Frau. Sie müssen sich entschuldigen, aber was die heute für einen schrecklichen Tag hinter sich hat. Ihr armer Mo. Natürlich, Entschuldigung, ich vergaß. Was ist mit meinem Mo? Nix, gar nichts ist. Wir sind dann alle ein bisschen traurig. Was ist traurig? Das, was mit Ihrem Mann passiert ist. Wollen Sie damit sagen, Sie wissen, was mit Ihrem Mann passiert ist? Natürlich, Körner hat's mir erzählt. Aber wie haben Sie denn das rausgefunden? Na, Herr Schwan hat bei uns im Amt angerufen und uns über den Zustand Ihres Mannes informiert. Alle sollen's also wissen? Ja, ich hab mir gedacht, so kleine Notiz in der Lokalpresse. Das ist dir egal, was die Leute denken. Ja, Frau Schwan, bleiben Sie ruhig. Je eher Sie sich damit abfinden, meine Liebe, desto besser für Sie. Er ist jetzt in besseren Händen. Wie kannst du sowas sagen, du alte Tunten? Tunte? Also, Sie haben noch einige Fragen zu beantworten, Onkel Georg. Onkel Georg? Onkel Georg? Körner! 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 Norman? Norman Bayerle? Ja, ich heiße Lessmann. Alex Lessmann. Alex? Ja, Alex. In Norman sei Verlobte. Ach du Scheiße! Dem Normans was? Sind Sie die Frau Schwan? Nein, junge Frau, das bin ich nicht. Herr Schwan, ich habe ihn ganz zu früh angerufen. Der Norman ist nicht in die Arbeit gekommen. Es ist wohl besser, wenn Sie sich setzen. Nein, 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 die kann sich nicht setzen. Ich gehe jetzt wieder. Wir können dir morgen alles erklären. Klar, ich mache mir große Sorgen um den Norman. Er hat am Telefon bloß an Schmand erzählt. Ich muss jetzt mit ihm sprechen. Sie sagen, Sie sind Norman Bayerles Verlobte. Ja. Wir heiraten am Samstag. Sie meinen schon, Norman Bayerle wohnhaft hier in diesem Haus? Ja. Aber Herr Bayerle ist bereits verheiratet. Verheiratet? Ja, ganz richtig. War schon verheiratet. Irrtum, genau, ist einfach nur Irrtum. Das steht klipp und klar in der Akte. Herr Bayerle ist seit einigen Jahren verheiratet gewesen. Oh mein Gott. Wussten Sie denn das nicht? Natürlich habe ich das nicht gewusst. Ich hätte mir doch nicht mit ihm verlobt, wenn ich gewusst hätte, dass er schon eine Frau hat. Eigentlich ist es schon seine zweite Frau. Eine zweite Frau? Sei erst von einem Quellenbaum erschlagen worden. Das glaube ich nicht. Beruhigen Sie sich halt. Wir hätten jetzt das auch vom Norman gedacht. Herr Dorman, jemand soll den Normans Sohn verständigen, dass die Dame hier erschienen ist. Sohn? Jemand ein Stück Quetschenkuchen, das ein Kaffee. Norman hat auch einen kleinen Weg. Ah!
Hocken Sie sich wieder hin. Nein, die können Sie nicht hinsetzen. Verstehen Sie das nicht? Das Madel hat doch einen Schock. Ein Schock. Wir haben alle einen Schock. Jetzt ging's halt heim. Sie können ja dann morgen alles mit der Frau Beierle besprechen. Frau Beierle! Sind's halt nicht so rum. So schlimm ist doch auch nicht. Nicht so schlimm? Das Madel hat doch gerade erfahren, dass ihr Verlobter potenzieller Bigamist war. Bigamist? Ich fürchte, den kleinen Willi von ihrem Verlobten kennt sie auch noch nicht. Ich will jetzt sofort. Da kommt aber viel. Norman, spreche. Nein, das geht jetzt nicht. Das ist nämlich. Warum? Wo ist er? Norman ist bereits gegangen. Gegangen. Sagen Sie es ihr, das soll sich ihr sagen. Niemand sagt es ihr. Sie zucken es vor, Scheidler. Mir was sagen. Marle, Norman ist tot. Liebe. Es ist heute Vormittag passiert. Was ist passiert? Norman ist vom Baum gefallen. Und gestorben. Ja, leider. Oh mein Gott. Schauen Sie, was angerichtet haben Sie geschlampert, das Milva-Dubel. Das ist nur so toretschisch rausgekommen. Ich bring's ins Esszimmer, die Braut dann bringt. Moment einmal. Was hat denn der Norman überhaupt da vom Baum gemacht? Na, der hat trainiert, bevor der Winter kommt. Für was trainiert? Na, für seinen Beruf. Wollen Sie mir erzählen, dass der Norman auf einem Baum es Schuhverkaufen trainiert hat? Ja, auf einem Baum Schuhverkaufen? Ja, es war ein Lederbaum. Was hat das alles zu bedeuten? Wer holt die Leiche? Wir sind gekommen, um den armen, verstorbenen Norman Beierle zu holen. Ich habe ihn oben in die Mansarde gelegt und das sieht er der Herr vom Gesundheitsamt ja wohl nicht so gerne. Herr vom Gesundheitsamt? Was zum Teufel ist heute Morgen hier vorgefallen? Wollen Sie jetzt einen kompletten Bericht von mir? Selbstverständlich komplett. Also, wie ich hier ankomme, da war Herr Dormann ja nicht da, um zu bestätigen, dass Herr Schwan da umgekehrt hier gewohnt hat. Wir haben wir festgestellt, dass der Schwan gestorben war. Bis auf die kürzlich verwitwete Mutter von Herrn Beile. Die frisst der Beden, wenn man es nicht einsperrt. Ist das jetzt alles? Nee, eigentlich schon. Gut. So, auf geht's. Oh, vielleicht noch jemand an Sherry. Was machen Sie da? Herr Dolmen, ich habe Ihnen auch gesagt, bei ansteckenden Krankheiten muss er sofort in die Autopsie gebracht werden. Nein, Sie können doch mal nicht in die Autopsie bringen. Moment mal, was heißt denn hier ansteckende Krankheit? Sie haben mir doch gesagt, Herr Beierle ist vom Baum gefallen. Nein, das war ein Diphtherie und Hepatitis. Jetzt lassen Sie los, Herr Dolmen. Herr Dolmen, natürlich. Ich halte es für am besten, Sie überlassen die ganze Angelegenheit Herrn vorn dran. Lass noch mal Füße! Ah! Oh, dein geiler Arsch! Bleiben Sie da! Sie mir nach, aber die Nein! Gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, was ist doch alles? Herr Thormann, jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Wenn Sie so weitermachen, verlässt er das Haus in mehreren Teilen. Ach, die war da vorne kommt. Das ist der verstorbene Norman Beierle. Benehmen Sie sich. Sie bringen Sie raus, die dürfen sehen, wer unter Tuch ist. Warum denn nicht? Bringen Sie ihn wieder rein. Ja, was denn nun? Herr Thormann. Gute Fahrt. Ja, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, wo in die Autopsie und dann ins Krematorium. Herr Thormann.
Ich habe wirklich keine Lust, den ganzen Tag damit zu vertrödeln, mit dem besoffenen Körner in Ihrem Esszimmer zu sein. Also bitte, wann kommt denn jetzt endlich Ihre Vermieterin, Frau Schwan? Ja, Frau Schwan, die ist also... Frau Schwan, geborene Ente. Der Schnaps ist nicht schlecht, aber gut. Herr Körner, eine Überraschung, du hast die Frau Schwan. Halleluja! Wir halten Sie gar nicht lang auf. Wir wissen, dass Sie haben alle Hände voll zu tun. Bügeln, waschen, kochen. Die Vorbereitungen für die Beerdigung. Ja, die Beerdigung, genau. Den Pfarrer bestellen, den Psalm auswerten. Gräber graben. Was man so macht. Wir halten Sie auch gar nicht lange auf, Frau Schwan. Wir brauchen nur ein paar Bestätigungen bezüglich Ihres Herrn Thormanns und schwupp sind wir weg. Bloß ein paar kleine Formulare, die Sie ausfüllen müssen, ne? Wo sind meine Formulare? Wo haben Sie sie? Ich glaub dir, wir am Dachboden liegen lassen, wie den verstorbenen Herrn Schwan gesucht hat. Was wär's denn wohl? Nein, Frau Schwan, ich möchte die Angelegenheit heute geregelt haben. Körner, ab aufs Dach, holen Sie die Aktentasche. Ich fliege. Ich komm mit. Nein, Frau Schwan, es wäre mir lieber, Sie blieben hier in Ihrem Zustand. Aber einer muss doch die Leiter halten. Gut, dann werde ich mich opfern. Sie beide gehen jetzt nirgendwo hin. Hopp, hopp, Körner, diese 39 Stufen. Ich helfe dir nie mehr im Leben. Setz sofort die Brücke wieder auf. Wieso trägst du Frauenkleider? Das sind meine Donsachen. Wir donnen immer früh. Ein bisschen Gymnastik. Kommt der Medizinball drunter und dann macht man Medizinballhopfen. Norman, das ist ein sehr hübsches, buntes Umstandskleid. Der alte Fummel, ja. Frau Schwan, wenn Erichs Untermieter Norman auch Kleiderfetischist ist, ja, das erklärt ja alles. Ich weiß jetzt, was ihr mit den Kleidern, den Perücken und den Strümpfen macht. Oh Gott, nein. Oh doch. Ihr wartet, bis ich zur Arbeit gegangen bin. Dann zieht ihr euch diese Frauenkleider an und stolziert damit vorm Schlafzimmerspiegel rum. Ja. Ich habe hinter deinem Rücken Frauenkleider anzogen. Und jetzt korrumpierst du auch noch Norman. Ja, jetzt korrumpiere ich Norman. Nein, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Norman, du stehst da in den Klamotten und wagst es immer noch zu lügen. Linda, jetzt mach dir auf einen Schock fest. Noch eine. Nein, ja, nicht. Dein Mann betrügt seit 2 Jahren das Sozialamt, hat mich gezwungen, diese Klamotten da anzuziehen, um an deiner Stadt die ganzen Anträge zu unterschreiben. Also so ein Geschmarrl. Dein Märchen mit der Turnstundenmedizinball hat mir besser gefallen. Hä? Norman, du wirst schon dazu stehen müssen. Ja, Norbert, steh zu deiner kleinen Schwäche. Ich hab keine kleine Schwäche. Passiert? Der Wind hat das Dachfenster zugeschlagen und Körner auf dem Dach ausgesperrt. Allmächt! Körner, halten Sie sich
am Blitzableiter fest. Dieser Knochen. Frau Schwan, es tut mir leid, ich fürchte, er hat ein paar Dachpfannen zerdeppert. Das ist jetzt auch schon wurscht. Frau Schwan! Ja? Mit Ihnen habe ich nicht gesprochen. Natürlich haben Sie mit mir gesprochen. Nein, sie hat nicht mit ihr gesprochen. Also, ich habe ja normalerweise Unrecht, aber ich glaube, sie hat. Sie hat mir doch gerade angesprochen. Ich spreche mit Frau Schwan hier. Edgy Badge. Frau Schwan? Was? Tunte Schwan? Ihr Perverslinge. Gütiger Himmel. Norman, du brauchst dringend einen Arzt. Je früher, desto besser. Norman? Ja, das ist Norman Bayerle. Unser Untermieter aus der Mansarde. Guten Morgen. Dieser Mann hat sich als Frau verkleidet, um Frau Schwan zu spielen. Und ich vermute, das geht schon seit 2 Jahren so. Zwei Jahre? Erich, wie konntest du? Das ist jetzt nicht so, wie es ausschaut. Erich? Ja, das ist Erich Schwan, mein Ehemann. Ich dachte, Erich Schwan wäre tot. Erich, was geht hier vor? Eigentlich nichts Besonderes. Das ist doch wohl sonnenklar, Frau Schwan. Wir müssen die Polizei verständigen. Polizei? Ihr Ehemann benutzt seit 2 Jahren seinen Untermieter für strafbare Handlungen. Oh mein Gott! Das ist ja ekelhaft von euch. Milchmann. Schon klar. Das Spiel ist aus. Herr Schwan, Herr Bayerle. In Körners Aktentasche sind genügend Beweise, um Sie beide für mindestens 10 Jahre ins Gefängnis zu stecken. Schlägt die zweimal in die gleiche Stelle. Ah, meine Beweise, auch Körner! Kommen Sie vom Baum runter! Ist wohl alles vom Winde verweht, hä? Körner, sammeln Sie den Rest der Beweise ein! Sind alle Beweise von Chicago. Welche Beweise? Ja, weißt du, wir haben... Nee, lass mal, Norman. Ich gestehe. Aber ich will, dass du weißt, Linda, dass ich dich nie anlügen wollte. Ja, ich habe heute meinen Untermieter und Onkel Gerd gezwungen, mir zu helfen. Es gibt keine Witwen, es gibt keine Waisen, es gibt keinen Lederbaum, es gibt kein Holzfäller, es gibt rein gar nichts. Und ich bin auch nicht schwanger. Schade. Ich bin seit 2 Jahren arbeitslos und habe ihr System unterlaufen. Jeden einzelnen Antrag, den Sie haben, habe ich mir selber ausgedacht. Aber das Schlimmste dabei war... dass ich dich belügen musste, Linda. Ach, Erich. Das war's dann wohl. Sie meinen, Sie kennen jeden Trick, um unser System zu unterlaufen? Ja, und noch ein paar mehr. Dann sind Sie genau der richtige Mann für unser Land. Wir hauen die Hadertauer und den Söder weg und Sie werden unser neuer bayerischer Superminister. Ah!